Gardify war für euch mal wieder on the road und wir sind im Düsseldorfer Südpark gelandet, im VHS Biogarten, dem Biogarten der Volkshochschule. Das ist ein tolles Gelände und hier habe ich Sonnenblumen entdeckt, die muss ich euch wirklich zeigen. Ein botanisches Highlight. Highlight gerade deshalb, weil ich glaube, das sind die höchsten und größten Sonnenblumen, die ich in dieser Saison, wenn nicht sogar überhaupt, gesehen habe. Also in Düsseldorf bestimmt. Es gibt bestimmt viele Mails aus Düsseldorf, viele Kommentare, ich habe größere. Also die sind bestimmt 6 Meter hoch. Ja, wie sind die hier so groß geworden? Warum überhaupt? Die Melissa, die Gärtnerin hier, die ist großartig und macht viele Gartenexperimente. Und das soll eine Mischkultur werden zwischen Kürbissen und Sonnenblumen. Das ist jetzt das erste Jahr, wo das ausprobiert wird. Jetzt wird erstmal getestet, wachsen die am gleichen Standort mit den gleichen Bodenbedingungen ganz gut zusammen, die beiden Kulturen. Das tun sie. Der Boden ist sehr nahrhaft, also da wurde richtig viel Mist reingebracht. Kürbisse brauchen viel, Sonnenblumen brauchen viel und man sieht, das hat gut geklappt. Die sind auch nicht mastig geworden, also sie sind wirklich standfest. Und das Fernziel ist natürlich, dass der Kürbis an der Sonnenblume klettern kann. Das klappt im Prinzip, wir gucken mal hier unten hin. Eigentlich sollte es klappen, denn die Sorte, die gewählt worden ist bei den Kürbissen, das ist Hokkaido. Und wenn die so klein sind, dann hängen die eventuell ganz gut. Der ist jetzt hier aber auch schon, der ist schon reif, den kann man schon ernten. An einer anderen Stelle zeige ich euch einen kleineren grünen Kürbis. Der ist von seinem Gerüst, hier sind so Zwischengerüste, ist er rübergewandert und hängt jetzt hier auf dieser Seite schon an der Sonnenblume. Da oben seht ihr die Halteorgane. Ups, jetzt kommen hier ganz viele Blätter ins Bild. Da die Halteorgane vom Kürbis. Also er hat schon versucht, hier hochzuklimmen. Natürlich ist die Kürbispflanze hier schon durch. Das sind sehr frühe Sorten gewesen. Das heißt, die Früchte reifen aus. Und man muss so ein bisschen natürlich rumprobieren, wie man die Kulturen aufeinander abstimmt. Melissa hat mir erzählt, die Sonnenblumen wurden im April vorgezogen, Mitte April. Mitte Mai, als es schon richtig warm war, erst ausgepflanzt. Entsprechend wurden auch die Kürbisse dann später dazugesetzt. Der Boden ist sehr nahrhaft, haben wir schon drüber geredet, muss aber natürlich in so einem heißen Sommer wie diesem Sommer auch ordentlich gegossen werden. Da er viel Humus enthält, kann er auch viel Feuchtigkeit speichern und das ist immer gut für einen Gemüseboden. Ja, also ein toller Ort. Wie gesagt, mit den größten Sonnenblumen, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Und vielleicht schlagen die wirklich auch alles andere. Also wenn ihr mal im Südpark seid, in Düsseldorf, schaut mal rein hier in den Garten, wenn er geöffnet ist. Das ist ein ganz tolles Gelände. Die Gärtnergruppe hier macht großartige Arbeit. Und hier könnt ihr das nächste Video von uns gucken, das nächste Gartenvideo. Hier unten ist der Kanal, den solltet ihr abonnieren, jeden Sonntag neue Videos. Und da gibt es die Gardify-App. Mit an die 6000 Pflanzen, mit allen Pflegehinweisen, mit einem Kalender, Kamerafunktion, Pflanzendoktor, Wetter, Videos und, und. Freue mich, wenn wir uns da wiedersehen.